Landwirt Praxistest. PS aus vier Zylindern? Diese Leistungskonzentration war bisher eher im Pkw-Bereich üblich, hält jetzt aber auch immer mehr bei der Landtechnik Einzug. Bestes Beispiel ist der 6718S von Massey Ferguson. Der Hersteller bewirbt den Traktor als stärksten Vierzylinder am Markt. 200 PS aus 4,9 Litern Hubraum sind eine klare Ansage. Das hat uns neugierig gemacht. Also haben wir diesen kompakten Kraftprotz auf den Prüfstand gestellt. Zugegeben, seine Maximalleistung von 200 PS erreicht der Traktor nur mit Boost, der bei Fahrgeschwindigkeiten über 15 km/h oder bei Leistungsabnahmen von mindestens 30 PS an der Zapfwelle oder der Hydraulik automatisch aktiv wird. Sonst stemmt der Vierzylinder immer noch stattliche 175 Pferdestärken auf die Kurbelwelle. Und tatsächlich, das Konzept scheint aufzugehen. Weder in der Praxis noch am Prüfstand der BLT Wieselburg hat uns der Motor enttäuscht. Die Testfahrer lobten die hohe Leistung und den geringen Kraftstoffverbrauch. Bei schweren Arbeiten ist uns aber der hohe AdBlue-Konsum aufgefallen. Vermutlich eine Folge der nur SCR- und DOC-Technik, mit der MF die Abgasstufe 4 erreicht. Unser Testtraktor war mit dem stufenlosen Dyna VT-Getriebe ausgestattet. Per Knopfdruck wechselt man die beiden Fahrbereiche für Feld und Straße. Es gibt zwei Tempomaten, ein ausgereiftes Motorgetriebemanagement und verschiedene Automatikfunktionen. Die Fahrtrichtung wechselt man entweder mit den Hebeln auf der Armlehne oder links am Lenkrad. Da bleiben keine Wünsche offen. Alternativ ist auch das sechsstufige Lastschaltgetriebe Dyna 6 erhältlich. Üppig ist die Zapfwellenausstattung. Vier Drehzahlen stehen im Heck zur Verfügung. Gute Noten gibt es auch für die Hydraulik. Sowohl was die Hubkraft als auch die Ausstattung mit Steuergeräten, deren Bedienung und die Fördermenge betrifft. Unser Testkandidat wurde in der hochwertigen Exclusive-Ausstattung angeliefert. Dazu gehört unter anderem der Multipad-Fahrhebel auf der rechten Armlehne. Damit lassen sich das Getriebe, die Zapfwelle, der Drehzahlspeicher, das Hubwerk, der Tempomat, ein Steuergerät und das Vorgewendemanagement bedienen. Doch es kommt noch besser. Auch am Kreuzhebel, mit dem sich zwei Hydraulikventile steuern lassen, gibt es Tasten für die Getriebefunktionen. Das Datatronic 4 Terminal vereint alle wichtigen Funktionen für das Traktormanagement, die ISOBUS-Steuerung, das AutoGuide-Lenksystem und das Vorgewendemanagement. Mit der Bedienung sind unsere Testfahrer gut zurechtgekommen. Auch der Fahrkomfort stimmt. Der Lärm bleibt draußen. Die Kabinen- und Vorderachsfederung leisten gute Arbeit. Gefallen hat uns die Rundumsicht. Der Arbeitsplatz könnte aber nach unserem Geschmack etwas geräumiger sein. Unser gut ausgestatteter Testkandidat brachte stattliche 7.765 Kilogramm auf die Waage. Deutlich mehr als die 6 Tonnen Leergewicht laut Prospekt. Das geht leider auf Kosten der Nutzlast, ändert aber nichts an den kompakten Abmessungen und der Wendigkeit des Traktors. Abgesehen von kleinen Schwächen hinterlässt der MF6718S einen starken Gesamteindruck, vor allem was Motorleistung, Hubkraft, Hydraulik und Bedienung betrifft. Das kostet auch. In der von uns getesteten Ausstattung ist ein Listenpreis von 219.600 Euro inklusive 20% Mehrwertsteuer fällig. Für die Basismaschine zahlt man knapp 29.000 Euro weniger. Unseren ausführlichen Testbericht mit allen technischen Details und Ergebnissen findet ihr in der Landwirt-Ausgabe 9/2018.